Und dieses ganze Tomatenzeug, diese ganzen Raviolis und alles war im ganzen Zimmer verteilt. Wirklich an jeder Wand. Glück auf, Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja, Leute, richtig geil, was ihr beim letzten Video abgezogen habt, dass doch noch so viele Leute mein Video schauen oder einfach froh sind, dass ich noch YouTube mache und nicht aufhören will und so weiter. Ist einfach phänomenal geil. Das hat mir irgendwie so richtig einen Kick gegeben und richtig viel Motivation, wenn ich das Ganze jetzt durchgestanden habe, wieder aktiv das Ganze zu betreiben. Also wie gesagt, echt unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass wirklich noch so viele Leute hinter mir stehen und meine Videos schauen. Wenn es natürlich bei jedem Video so wäre, wäre es natürlich noch viel geiler. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch. Also alle auch, die kommentiert, die geliked haben und dieses Video geschaut haben. Ja, echt super von euch. Ja, wie ich schon bei Facebook angekündigt hatte, ich habe es einfach nicht geschafft, Freitag ein Video zu machen. Denn wir haben jetzt dieses Wochenende unseren Umzug gemacht, also wir haben Möbel ein bisschen hin und her geschleppt und das ist jetzt das erste Wochenende, also heute ist Sonntag, der erste Tag, in dem ich alleine in unserem neuen Haus wohne, also ohne, dass ich mit meinen Eltern ein Haus teilen muss. Jetzt hat wirklich jeder seinen eigenen Bereich, jetzt müssen wir bloß noch so die Kleinigkeiten hin und her transportieren und aufbauen und so weiter, aber das Größte ist geschafft und es fühlt sich einfach so richtig geil an und ich denke einfach noch 2 Wochen oder so, dann ist das auch vorbei und dann hat man echt alles geschafft und ja, wie gesagt, mit eurer Unterstützung von dem letzten Video und einfach dieses Gefühl, weißt du, so mein eigenes Reich zu haben, dass bald alles vorbei ist, ist einfach phänomenal geil und ich habe dann einfach richtig Bock, wieder was zu machen und ich freue mich auch mega drauf, mal gucken, wohin das Ganze gehen wird und so weiter. Ja, was habe ich heute für euch mitgebracht? Erstmal, Leute, brutal. Das Wetter ist einfach nur brutal. Also, ohne Witz, ich komme mir vor, als wäre ich so 250 Kilo Typ, der dermaßen schwitzt vom Nichtsmachen. Ne? Also, ist echt unglaublich. Man liegt irgendwo, man schwitzt, man sitzt irgendwo, man schwitzt und so weiter. Ihr werdet euch zwar jetzt denken, Blackie, warum hast du dann bei der Hitze eine Mütze auf? Bist du denn bekloppt? Nein, Blackie ist natürlich nicht bekloppt. Ich war nämlich gerade im Duschen und ja, das Lustige ist halt einfach, Leute, wenn ich duschen gehe und war nicht irgendwie beim Friseur, dass ich extrem kurze Haare habe, bekomme ich so wunderschöne kleine Löckchen überall und das wollte ich euch einfach ersparen. Deshalb habe ich einfach die Mütze aufgesetzt und ja, deshalb eine Mütze auf, obwohl es so warm ist, ihr versteht, ne? Ja, Löckchen. Ich hasse meine Locken, also muss ich echt mal sagen. Ich bin auch so ein Typ, der gerne mal Haare glättet, weil wenn einfach die Haare zu lang sind und so wunderschöne Löckchen von einem Pony sind, geht mal überhaupt nicht, das sieht so beschissen aus. Aber darum soll es nicht gehen, ich habe eine richtig kleine kurze Real-Life-Story mit. Draußen ist ja eh so warm, dass wahrscheinlich viele nicht lange YouTube schauen und deshalb dachte ich mir, okay, einfach mal eine kurze Real-Life-Geschichte. Ist eine ganz lustige, aber wie gesagt, recht kurz. Und zwar, wir waren in Dresden an der Offiziersschule, richtig geiles Teil, mal nebenbei und so weiter. Und ja, wir hatten öfters mal Zeit, ein bisschen Party zu machen. Dresden kann man natürlich unheimlich abends gut fortgehen. Also gerade da gibt es das Studentenviertel und so weiter. Das macht schon echt Spaß, dort den einen oder anderen Abend zu verbringen. Und wir haben natürlich das auch gemacht. Sind dann in die City gelaufen, haben da ein paar Bierchen geschnackt und so weiter. War ein ganz cooler Abend. Haben dann noch ein bisschen Billard gespielt. Und irgendwann sind wir dann halt wieder zurück auf unser Zimmer. Und wir hatten extremen Hunger. So, und dann haben wir geschaut, ja okay, was haben wir denn? Eine Küche gab es ja bei uns nicht in der Offiziersschule, also da müsst ihr vorstellen, ein ewig langer Gang mit ganz vielen Zimmern und da gab es aber keine Küche. Ja, was machen wir denn, weil wir so extrem viel Hunger haben? Hey, wir haben noch eine Dose Ravioli, ne? Und ja, dann haben wir gesehen, okay, Wasserkocher, eine Dose Ravioli, das könnte funktionieren. Wir haben dann auf jeden Fall die Dose Ravioli genommen, geguckt, ob es im Wasserkocher passt und natürlich hat er auch in den Wasserkocher gepasst, ja, haben das da reingestellt. Dann haben wir so kochen lassen und dann sind wir noch mal raus vor der Tür, ein bisschen quatschen und so weiter, noch ein Bierchen trinken und es lief, der Wasserkocher lief und lief und lief. Und irgendwann nach einer Dreiviertelstunde haben wir so, ach du Scheiß, wir haben ja noch die Dose oben drin. Jetzt sind wieder hoch ins Zimmer gerannt, Wasserkocher ausgeschalten, dann haben wir hier einen Haufen T-Shirts genommen, dass wir die Dose rauskriegen. So, und die Dose hatte oben drauf schon so eine Beule und wir dachten uns, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja, und dann haben wir... Derjenige, der am bedrungensten war, haben wir gesagt, du musst das Ding jetzt aufmachen. Und der so, ist kein Thema, wir haben ja den Bundeswehröffner. Ihr müsst euch vorstellen, der Bundeswehröffner für Dosen und so weiter, der hat einfach bloß eine Spitze. Die muss man reinstecken und dann kann man so hebeln. Ne?
Und dann haben wir schon gesagt, bitte Dicker, geh ins Bad, mach das nicht hier. Der ist so, ja, ist okay, Thema, passiert nichts, da wird ein bisschen rauslaufen, das mache ich über Waschbecken und so weiter. Ja, ist er dann halt ins Bad gegangen, holt aus mit diesem Teil, weil wir ja die Dose aufmachen. Dort rein, auf einmal gab es einen Hieb, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, so ein richtig krasser, wie als würde ein China-Ballon oder so losgehen. Da hat die Dose dann so aufgerissen, in der Dose war nichts mehr. Und dieses ganze Tomatenzeug, diese ganzen Raviolis und alles war im ganzen Zimmer verteilt. Wirklich an jeder Wand. Überall war irgendwas mit Tomatensauce und Ravioli. Es sah aus, Leute. Brachial bescheuert. So blöd kann man eigentlich nicht sein, wenn so eine Dose aufmacht. Wir hatten ja keine Möglichkeit. Zu essen hatten wir ja da trotzdem nichts, weil es hing ja überall an der Wand. Es war einfach, nee, Leute, es war zu geil. Und was haben wir natürlich gemacht? Mit unseren ganz normalen Duschhandtüchern haben wir dann irgendwie versucht, das Bad ein bisschen sauber zu machen, weil am nächsten Tag kommen immer die Putzfrauen. Und das war halt damals so, wenn es dann halt extrem scheiße aussah, sind die zum Kompaniechef und so weiter, da gab es wieder unnötig Ärger. Und ja, ich stand auf jeden Fall dort, mit unseren guten Handtüchern haben wir dann versucht, das Bad noch sauber zu machen, weil wirklich alles war voll. Es sah da aus, es hat gestunken, also es war... Ja, typisch Bundeswehr, typisch betrunkene Leute und mit diesen Worten soll es dann auch gewesen sein. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch mal so eine Geschichte durch habt, mit irgendjemand, der vielleicht auch was getrunken hatte und irgend so eine Schnapsidee hatte. Und ja, ich möchte mich einfach wieder bedanken, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr auch hoffentlich einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde sagen, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Imus.